Ey Leute, was geht und willkommen zu einem kleinen, zu einer kleinen Special Let's Play Runde. Und zwar zu einem FA. Ich, Luca und noch irgendwer anders. Den wir nicht kennen. Den wir nicht kennen. In dem Let's Play of Carolina. Und ja, ich spielte mit den Russen ein wenig verhasstes Volk. Also jetzt nur bei Age Empires von mir. Ich mag die eigentlich nicht so. Außer zum Rushen, das ist gut. Ja, außer zum Rushen natürlich. Aber ich versuche einfach mal eine Strategie hier mit den Russen. Ich wollte es ein bisschen fairer machen, weil ich ja nicht den kleinen Bubi Luca einfach so direkt weg snacken möchte. Deshalb mache ich es ein bisschen fairer. Ja, genau. Ich bin Vincent ist so gnädig. Vincent ist so gut. Genau. Und der ist immer nett zu mir. Und kriegst auch nicht Schläge oder so. Ein paar Slaps. Mhm. Und ja, ihr seht schon, wir spielen auf Carolina. Wir hatten das eigentlich für eben gedacht. Also, deshalb. Eigentlich wollten wir keine Wassermap machen beim Nein. FA. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir machen kein Ohne. Wasser. Ja, also weil Vincent und ich gerade schon gesagt haben, dass wir beide am Wasser sind und unser Gegenspieler auf dem Festland oder mitten im Innenland ist, dass wir beide einfach nicht auf Wasser gehen. Er wird sowieso wahrscheinlich nicht auf Wasser gehen, deswegen ja. Und, ist das dann fair. Ja, wir werden jetzt nicht teamen, also wir haben, ich denke mal, wir sagen, wenn jetzt einer von uns den angreift, dann verhält sich der andere passiv. Das heißt, wir greifen den beide nicht an, also es greift immer nur einer an höchstens. Wir greifen uns doch gegenseitig an, aber jetzt nicht, wenn ich jetzt Gelb angreifen würde, greift mich jetzt Luca nicht direkt an. Ja, natürlich nicht, ne? Ne, das ist ein bisschen scheiße, weil wir sind ja in einer Skype-Konfi und dann wäre das Kommentieren sinnlos. Ja, und wenn Vincent als erstes tot ist, ist es ja auch blöd, weil er ja aufnimmt. Das ist Glück an Luca. Ja. Also das Spiel, der Typ hat mich gefunden. Du bist gar nicht am Wasser. Alter, ja, klar. Der Typ ist am Wasser. Nein, du bist mitten im Land. Ich habe ihn noch gerade gefunden. Er ist an der Küste und du bist direkt im Wasser. Nicht direkt, du bist im Inland. Ich bin an der Küste, der ist an der Küste. Du bist oben. Also auf meiner Map bin ich relativ im Wasser. Nein, bei mir nicht. Komisch. So ein Gefühl, dass Vincent einfach falsch geguckt hat. Also, Leute, ne, eigentlich zähle ich immer Wasser, wie ich sie zeige, aber. Also, ich sehe ja gerade bei mir, mein Kundschafter steht an der Küste, bei mir. Er ist ja schon. Mein Kundschafter steht an der Küste bei dem Gegner, also. Ja. Ist ja schon gut, ja. Ja, wir wissen nicht genau, wann dieses Video hier ankommen wird. Das ist eventuell das Video für Montag, eventuell aber auch nicht. Wir putzen im Moment vor, weil wir in letzter Zeit, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, hier bist du. Du bist nicht im Wasser. Wie du eventuell auch, wie das knapp. Ja, wie ihr eventuell auch gemerkt habt, dass. Achso, ich dachte, dass wir im Moment ziemlich unter Zeitdruck stehen und es in den letzten Wochen manchmal nicht geschafft haben, rechtzeitig Videos hochzuladen. Obwohl unser Ablaufplan was anderes besagt hat. Deswegen produzieren wir gerade ein bisschen vor, damit wir, auch wenn wir gerade nicht Zeit haben zum Aufnehmen, immer noch euch Videos liefern können. Das ist so richtig. So. Erstmal ein bisschen hier direkt Blockhaus bei Luca bauen. Ja, natürlich. Läuft. So wie es sich gehört. Ich schon, Luca? Dumme Frage, aber. Ja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich habe dich sogar gefunden. Das ist der andere. Und der ist am Wasser. Ah. Ja, okay. Ich bin im Inland, ja. Okay, für Zuschauer. Normal, wenn wir spielen, ist eigentlich hier oben immer das Wasser, aber. Es ist unten. Ja, okay. Macht Sinn, ja. Ja, macht Sinn. Ja, die Map ist ja gedreht, je nachdem, wo du bist. Ja, ja. Macht schön. Weil beim FFA, also beim Normalspiel, ist hier oben eigentlich keiner. Wo ich ja, jetzt bin. Da sind wir eigentlich nur links, rechts, oben, also. Ich bin quasi in der Mitte, aber. Du bist da, wo sonst kein Schwein ist. Ja.
Avalon. Das bist du auch immer. So. Ich frage mich gerade, was ich eigentlich für eine Taktik mache. Ich frage mich gerade, was die Taktik von den Typen ist. Ja, wie gesagt, wir kennen ihn nicht, er ist auch kein Abonnent. Wir haben es so in das Spiel gejoint. Ja, und deswegen. Ein ziemlich armeelastiges Deck. Ja, und er ist schon im zweiten Age. Dann bin ich jetzt aber auch. Ja, aber was. Oh, ich hab dich gekriegt. Auch. Ja, und ich bin. Das war jetzt auch sehr schwer, wo du wusstest, wo er ist und wo. Aber Luca, lass mal sicher in Ruhe, ganz im Ernst. Ich mach doch gar nichts. Doch, du greifst sie an. Hä? Was? Ich bin türkis, nicht. Ja. Ich bin türkis, gelb. Du bist gewohnt von mir, eher. Ja, ich bin Franzose. Ja. Er ist auch Franzose. Ja, ich weiß, aber. Deshalb. Ich weiß, aber trotzdem bin ich Franzose. Boah, geht's. Nee, ich hole mir jetzt nicht die 13 Schrillitze nur wegen dem der Nerze, aber ich kann mir doch hier so. Fuck. Das nervt. Also ich glaube, wir sollten ihn eigentlich waschen, weil von den Punkten her. Ist ja nicht schlecht. Das kann man wohl so sagen. So. Ach, ich habe viel zu viel Holz. Das geht doch nicht klar. Dann kannst du mir was abgeben. Nee, danke. So viel brauchen wir nicht. Ich versuche gerade mit meinen Husaren zu immer hinzuwaschen. Mach das. Nicht zu mir. Das ist ein Witz sein. Du bist von den Punkten ja unter mir. Das würde ja für mich keinen Sinn machen. Du stehst. Ich will nicht sagen, dass du keine Gefahr darstellst, aber er ist im Moment halt von den Punkten ja besser als du. Das deswegen habe ich halt zumindest das Gefühl, dass ich ihn angreifen muss. Aber ich finde seine Siedler nicht. Ja, dann reißen wir einfach mal seinen Marktplatz nieder. Also ich mache gerade nur so eine provisorische Strategie, ich habe die noch nie gespielt oder getestet. Die ist wahrscheinlich ziemlich für den Arsch, aber naja. YOLO. Ich könnte jetzt rushen, aber ich tue es. Ja. Aus dem Griff ich ihn ja greifen an. Und deswegen wäre es in jeder Hinsicht eigentlich asozial. Kennst du mich doch. Obwohl, eigentlich bin ich beim FR eigentlich ziemlich lieber. Ja, eigentlich bin ich ja immer der, der asozial ist. Ja. Also ich baue immer Force bei dir direkt neben dem Lager und sowas. Ja, 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 ja. So. Jetzt habe ich hier meine erste Vorkehrung getroffen. Ach, oh Gott, ich habe das viel zu klein gemacht. Was? Fällt mir gerade auf. Das Mögel ist noch nicht gebaut. Ja, was wohl, Luca? Wenn man das jetzt wüsste, ne? Du bist so ein dreckiger Wichser. Wir haben gesagt, dass wir uns auch angreifen. Ich habe diesen Sound gar nicht bei mir an. Ich höre gar nichts. Ich habe meine Sounds auch nie an, wenn wir aufnehmen. Aber ich sonst nicht höre. Ich höre meistens immer etwas, aber ich höre gerade wirklich gar nichts. Und jetzt kann ich gerade die nicht lauter machen, verständlicherweise. Weil ich von Luca angegriffen werde, dieses asoziale Schwein. Dreckiger Bastard. Ja, okay, Luca. Ich habe dir vertraut. Ich habe ihn fairerweise auch angegriffen eben. Ich habe dir vertraut, Luca. Das war's, dass es eh eine dumme Idee ist, mir zu vertrauen. Das Vertrauen ist jetzt gebrochen. Ja, ich weiß, aber es wird so ein interessanteres Spiel. Ich habe dir vertraut. Ja, das ist eine dumme Entscheidung. Wenn du mir vertraust, dann, naja. Ich sag mal nix, aber, ne? Du hältst dein Schnauze, du Pischer. Jetzt ist hier mal gut.
Ich kündige jetzt. Oh. Oh, Festungszeitalter. Ja. Nice. Da guckst du, ne? Entschuldigung. Oh, nice shit, yeah. Oh, meine Virtual-Ressourcen sind für den Arsch. Spielst du mit Russen und wolltest nicht rushen, dann. Ja, ich weiß, ich mache eine alternative Strategie, sag ich mal. Aber von Punkt bin ich gar nicht so weit hin dran, wie ich eigentlich gedacht hatte. Bin ich mir, was geht da in meinem Leise? Wenn man, da guckt man einmal nicht hin. Leck mich doch im Zügel. Ich habe bloß keine Ahnung, bei mir sind irgendwie gar keine Minen in der Nähe. Ist total dumm. Ach, ich habe. Oh, du lässt gleich alles zurück. Ja, ich weiß. Digga, schön. Deswegen versuche ich dich jetzt außer Gefecht zu setzen, damit mir das Geil nicht passiert. Dann mach das mal. Beziehungsweise versuch das mal. Oh ja. Wir kommentieren auch gerade super. Fällt mir gerade nur so auf. Jo. Ich habe mir außerdem als angewöhnt, für die, also, was? Für die Aufnahmen ein bisschen leiser zu reden und. Und? Weil ich ein bisschen zu laut immer ein bisschen, also meistens ein bisschen zu laut bin. Ja, ja, ja. Muss ich Angst haben? Du provozierst mich ja gerade schon, muss ich ein bisschen sagen. Also in der Hinsicht schon ein bisschen, ne? Weißt du, ich mich gerade wundere? Wo ist die Armee vom Gelben abgeblieben? Die Armee? Ja. Die könnte eventuell zum. Die könnte eventuell. Stopp. Bitte töte ihn nicht. Ich suche die gerade von dem. Die stand direkt vor deinem Lager eben. Also außerhalb deiner Sichtweite. Deswegen frage ich mich gerade, wo die abgeblieben ist. Ich bin da direkt vorbeigeritten. Ich habe jetzt schon mal so eine kleine Armee aufgestellt. Mich würde es bloß interessieren. Ah, okay. Gefunden. Ja, ich darf jetzt aber auch leider nicht sagen, wo die ist. Ja, um zu helfen. Gut. Ich hasse dich. Das tust du ja sowieso. Egal, ob sie da oder nicht. Ja, ich könnte jetzt gerne versuchen, also ich will jetzt versuchen, eigentlich dir zu helfen, aber. Nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Okay. Ja, wir haben abgemacht, dass wir es nicht so unfair machen. Ja, schon gut. Komm. Was? Ach, ich bin so. Ich habe meine Strategie. Du hast deine Strategie, was? Hashtag. Ich habe meine Strategie vergessen. Ich wollte eigentlich noch ein Dorfzentrum bauen, aber nein. Das war jetzt wieder dumm. Sehr dumm. Also ich weiß, wo die Armee von dem ist. Das ist schön. Aber ich würde sagen, ich denke, er hat gegen meine Armee keine Chance. Wenn er zu mir kommt. Wenn er zu mir kommen würde, wie auch immer. Davon bin ich relativ überzeugt. Ach, nein, ich bin mir nicht. Ich brauche jetzt ein bisschen noch Holz, fällt mir echt auf. Ja, ich habe auch aber zu wenig da. Langsam berappelt sich meine Wirtschaft wieder. Meine stürzt gerade ab. Kann ich. Ich höre trotzdem nichts. Komisch. Dann will ich es aber nicht mehr zu laut machen, nicht, dass irgendwie was an mein Kopf vorhin ist und dann. Ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn wir so ein FFL-Let's Playen. Weil das ist. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht das so machen sollen, dass ich dann auch mit aufnehmen und dann so ein kleines Fenster oben in die Ecke mache, wo man meine Sicht nochmal sieht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das vielleicht besser findet. Wenn ihr auch mal Lukas Schäbig Strategie sehen wollt. Das will eigentlich keiner. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, fast mein Ziel erreicht. Ja.
Ja, ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Gelbe jetzt gerade ist. Jetzt habe ich, ja, der haut gefühlt von mir ab mit seiner Armee. Böser Junge. Da, Ja. okay, doch, er ist immer auch genau da, wo er eben war. Das ist doch schön zu hören. Na komm, so. Ja, ich finde es nicht, also ich habe nichts dagegen, weil ich muss sagen, ich habe ziemlich einen Respekt vor dem. Also von Bucken, der ist ja gerade ziemlich gut. Ja, wir wissen auch Muss man nicht, schon was da sagen. drauf hat, also wir können ihn schlecht einschätzen. Ich glaube, der war Feldwebel. Ja, der war Stufe 17, genauso wie du. Okay, der war, okay, ist Hauptwebel.